Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 37 ist am Mittwoch ein 61 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überholte der Mann mit seinem Mercedes mehrere Autos und Lastwagen auf der Strecke in Richtung Neckarhausen. In Höhe der Industriestraße prallte gegen 12.40 Uhr das Auto des Mannes frontal gegen einen entgegenkommenden LKW. Durch die Aufprallwucht hat sich das Auto überschlagen und rutschte über eine Böschung auf die parallel laufende Industriestraße. Der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An der Einsatzstelle bot sich folgende Lage. Ein PKW ist frontal mit einem LKW kollidiert. Dadurch wurde der PKW von der Fahrbahn abgedrängt, stürzte die Böschung hinunter auf die Industriestraße. Der Fahrer wurde dort von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und reanimiert bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Er ist aber aufgrund seiner starken Verletzungen leider an der Unfallstelle verstorben. Also der Aufprall muss sehr stark gewesen sein. Zu der Spurenlage möchte ich mich so nicht äußern. Es ist aber zu erkennen, dass der LKW-Fahrer die Situation wohl erkannt hatte und eine Notbremsung eingeleitet hat. Zur Erklärung des Unfallherganges ist über die Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Der Unfallabschnitt der Bundesstraße 37 zwischen Ortseingang Neckarsteinach und Neckarhausen war bis gegen 16 Uhr voll gesperrt.